Noel macht nicht einmal vorm Tempelpriester Halt. Oder auch umgekehrt. Hallo und willkommen zu meinem Review von Black Clover, Episode 42 oder auch Page 42, Kaitei Shenden. Bevor ich anfange, ich habe auch Patreon, Link ist unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für jede Unterstützung. Nachdem Noel es geschafft hat, ihre Magie zu meistern, geht es ab in den Unterwassertempel, aber davor wird nochmal die natürliche Unsicherheit von Noel beleuchtet. Denn wer wäre das nicht, wenn er etwas gerade zum ersten Mal gemacht hat? Ganz besonders, wenn man noch Yami im Rücken hat. Aber sie wischt das Ganze à la Diablo-Style ab und ist dann sehr wohl in der Lage, alle zu befördern, inklusive Gray, wo der dann auch ein wenig Screentime bekommt, was ich wirklich unterhaltsam fand, denn er kopiert wirklich eine Reihe von Charakteren, inklusive deren Charaktereigenschaften. Wie ihm das wohl im Battle Royale helfen wird und helfen könnte, vielleicht verwandelt er sich nur in eine Krabbe und entkommt so? Was denkst du? Schreib es gerne unten in die Kommentarsektion und lass doch gerne noch einen Abo da und aktiviere die Glocke. Auch wenn Asta nicht schwimmen kann, von Yami geworfen zu werden, wirft immer. Und so schaffen wir es dann alle in den Tempel hinein, wo die Bewohner dort mehr als froh sind, die Mitglieder des Schwarzen Stiers zu sehen. Was mir schon ein wenig suspekt vorkam und sich dann auch genauso herausgestellt hat: Wer hätte das gedacht? Denn wie die Bewohner ihren Satz formuliert haben, als sie Asta und die anderen zum Priester gelassen haben, war schon mehr als komisch. Aber dann doch auf eine andere Art und Weise, als ich es mir dachte. Denn der Priester, der sie zu einem Spielchen aka Battle Royale herausfordert, kommt gar nicht mal so gefährlich rüber. Er nimmt nicht wirklich ernst und sieht es verspielt. Als würde er keine große Gefahr darstellen, irgendwie so ähnlich wie Muten Roshi, zumindest bei einer Sache. Kaitei von Yami geworfen zu, wirft immer. Okay Leute, das war's mit dem Review. Danke fürs Ansehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne noch einen Daumen nach oben und einen Abo da. Außerdem habe ich Patreon. Link ist unten in der Videobeschreibung, wo ihr mich und meine Arbeit ebenfalls unterstützen könnt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.